Ich höre seltsame Geräusche aus meinem Ofen. Haben Sie mal reingesehen? Nein, davor habe ich Angst. Na gut, wir kommen. Pause. Jetzt erstmal Waffen kaufen. Hier kannst du Waffen und Fallen kaufen und verkaufen. Hm, man kann sie wieder verkaufen. Na gut. Klicke rechts auf einen Gegenstand, um zu kaufen oder zu verkaufen. Komme regelmäßig vorbei, um zu sehen, ob neue Gegenstände im Sortiment vorhanden sind. Okay, erstmal kaufen wir einen besseren Staubsauger, würde ich sagen. Und zwei Fallen. Dann hat er einen Staubsauger und zwei Fallen und sie hat einen besseren Staubsauger und zwei Fallen. Und wir müssen jetzt ganz schnell Geld verdienen. Also wo ist der Auftrag? Pause. Da ist der Geist. Dahin. Okay. Wir nehmen gleich den nächsten Auftrag an. In unserem Spielhütchen sind mindestens drei Geister. Das klingt okay. So, jetzt aber. Pause. Du bist immer noch nackt, aber wenigstens hast du einen Staubsauger. Na komm. Zieh du das mal an. Ja, wir haben keine Kleidung gekauft im Laden. Das hätten wir vielleicht auch machen sollen. Oh, eine Outdoor-Karte. Sieht auch interessant aus. Gut, dann Pew. 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 Und der Geist ist schon auf 1 runter. Sehr gut. Also es lohnt sich anscheinend auf jeden Fall, möglichst schnell neue Leute anzuhören. Oh, minus 3. Wow, hey, hey, ganz ruhig. So, du, Falle, da drunter. Du solltest nicht von hier aus schon schießen. Hm? Geh erstmal dahin. Und Piu Piu von hier. Au. Den Picknicktisch kaputt machen. Du hast noch einen Punkt. Ich glaube, ich gehe mit dir mal weg, weil wenn wir die Runde beenden, darf der Geist sich noch nicht bewegen, aber wird eingefangen. Oh. Dann hätte ich aber das Ding hier liegen lassen. Okay. Du heb die Falle auf. Die da. Und geht da in Deckung. Und du Piu Piu. Okay. Du. Oh, keine Bewegungspunkte mehr. Rede trifft Poltergeist. Achso, Christiana Rede. Nee, Christina Rede. Pew. Komm schon. Pew. Falle runterschmeißen. Enter. Oh, die Falle ist Schrott. Was? Wie die Falle ist Schrott? Das ist nicht gut. Geh mal zurück. Nein, das war der falsche. Du leg eine Falle da ab. Du Inventar. Andere Falle. Was? Warum kannst du die nicht ablegen? Ah, nicht genug Bewegungspunkte. Ah, jetzt gefangen, okay. Ich kam, ich sah, ich sieh. Okay, sie ist schon mal recht selbstbewusst. Beide haben Geisteszustand verloren. Und das Fallen auch missfeiern können, das ist schon mal garstig. Also vielleicht sollten wir doch demnächst bessere Fallen investieren. Aber ja, 741 Pfund, das ist eine ganze Menge. Ich meine, sie kostet in einer Woche nur 100 Pfund. Das passt. Also, Pause. Wir hatten noch einen Auftrag angenommen, ne? Ja, da. Problem ist allerdings, wir haben, glaube ich, keinen Platz mehr in unseren Geisterfallen. Hm, können wir das irgendwo nachgucken? Wo sind wir gerade? Da sind wir. Ne, ich glaube nicht. Geisterfallen heilen und leeren, ja. Kurz ins Krankenhaus. Krankenhaus. Ah, okay. Heilen.
wir haben zwei Geister eingefangen und es sollen drei Geister da sein. Nee, das geht nicht. Wir Maklergebühren 2400. Nee. Wir fahren ganz weit weg zu unserem alten Haku. Oh. Die Konkurrenz hat dir gerade einen Job geklaut. Nächstes Mal solltest du versuchen, schneller zu sein. Nee. Na gut, wir hatten eh nicht wirklich Zeit. Und dein Tank ist fast leer. Also Benzin kaufen sollten wir ja noch. Oh. Und unsere Mitgeisterjäger werden sogar hier in unserem Büro mit eingezeichnet. Sehr cool. Sogar das Geschlecht. Was wollte ich? Genau, ich wollte die Fallen entlernen. Ich wollte keine neuen Leute anheuern. Wir wollten noch einen Overall kaufen und den Tank voll machen. Oh, und es wird Nacht. Das sieht doch anders aus. Vielleicht kommen jetzt garstigere Geister oder so. 140 Pfund. Na gut. Komm schon, Telefon klingeln. Wir brauchen Geld. Ghost be gone. Wie heißen die anderen? Eggterminators. Ja. Suck it. Nee, ich sehe kein Overall. Das ist komisch. Was bist du? Ups. Ghost Catchers Web. Breiter Wirkungsbereich. Und mehr Kapazität. Fangchance 45%. Was haben die hier? 60%. Weg mit dir. Was bist du? Kostet ganz schön viel. Fangchance 65% und mehr Kapazität. Kleiner Wirkungsbereich. Was bist du? Hersteller No-Gos, Typ Schubser. Reichweite 5, Schaden 2, Genauigkeit 60%. Sucker Punch, Typ Schlürfer. Auch Reichweite 5, Schaden 2, Genauigkeit 60%. Brauchen wir für bestimmte Geister bestimmte Waffen? Gravedigger. Hausordnung. Reichweite nur 2. Ach, da unten ist eine Sonderfähigkeit. Schieben 2. Schieben 1. Ziehen 1. Ich glaube, ich würde Gegner eher gerne wegschieben als ranziehen. Also kaufe ich mal das hier zum Rumprobieren. So, jetzt gebe ich den Auftrag. Aha, annehmen. Achso, was für ein Auftrag. In unserem Garten ist mindestens ein Geist. Das ist Mao. Aber besser als nix. Und die Jungs sind eh gerade alle am Tanken. So, du mach deinen komischen Saugdings da mal weg. Und nimm dafür die Pew-Pew-Gun. Los geht's. Platz da, ihr Salzknaben. Salzknaben? Okay, du dahin. Wir haben sogar nachts dunkel. Du dahin. Drücke H für Tastaturbelegung. H. 1 bis 5 sind die da oben, okay. Hier Inventar öffnen haben wir schon gemacht. Tabulator, nächster Geisterfänger, Return Runde wenden, Leertaste bewachen. Leertaste bewachen klingt gut. Wie geht das? Ach, braucht wohl 2 Bewegungspunkte. Na gut. Oh, oh, oh. Hund? Okay. Pew. Ruhe und Frieden. Pew. Und du auch noch. Wir fliegen gleich die Löcher aus dem Oh Mann. So, schnell Falle schmeißen. Runde beenden. Wieder was kaputt. Und der Geist ist weg. Das ist doof. Nur müssen einfach hinterher. Also, dein. Was ist, wenn wir ihn jetzt nochmal treffen? Ist er dann ganz weg und wir können ihn nicht mehr einfangen? Energie null. Nö, der ist immer noch da. Du dahin.
warten. Oh, großer Geist von hinten. Du Falle dahin. Du Piu. Und jetzt mal mit 15 Megawatt. Piu. Und er hat noch Bewegungspunkte. Schießt durch sie durch. Dir gebe ich auf die Mupfel. Ja, der ist weg. Wir fragen uns, was seine Mupfel ist. Und schießen auf den. Du gehst dahin. Gehst ins Inventar. Nimmst die Falle und schmeißt die hoffentlich. Warum kannst du nicht? Ja, keine Bewegungspunkte mehr. Und ein Zombie kommt. Ein sehr komisch kichernes Zombie. Du schmeißt die Falle auf den Boden. Schieß auf den, schubst den weg. 6 Energie. Okay. Runde beenden. Plus ein Intellekt. Sehr gut. Nicht den Hund wegschießen. Du wegschubst. Wegschubsen. Plus ein Zielgenauigkeit. Oh, sehr schön. Wir können also unsere Geisterjäger richtig skillen. Ich hoffe, die werden dadurch nicht teurer. Du weg. Und schmeißt die Falle dahin. Und weg. Aha. Geistersammler. Ich siebte? Hat sie das vorher auch schon gesagt? Also gar nicht. Aber hey, 840 Dollar, nee, Pfund und ganz viele Stufenaufstiege. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell ins Krankenhaus. Wo sind wir? Da unten. Also ins Krankenhaus, um die geistige Gesundheit zu heilen und dann nach da oben, um die Fallen zu entleeren. Wobei wir theoretisch auch einfach Fallen, also billig Fallen kaufen könnten, bei uns in Wagen stopfen und dann die vollen Fallen rein und die leeren Fallen immer mitnehmen. Aus meiner Mikrowelle kommt Rauch. Das ist jetzt nicht so wirklich ein Geisterauftrag, oder? Boah, wir sind knapp bei Kasse. Gucken wir mal. Da hinten. Also, 180 Pfund heilen. Zurück zur Base. Hoffen, dass keiner uns... Oh. Konkurrenz hatte gerade einen Job geklaut. Nee. Ektoplasma im Tank 12. Wie viel bringt denn ein Ektoplasma verkaufen? 25. Also könnten wir 250 Pfund damit machen. Aber ich denke mal, das wird noch für irgendwas gut sein, sonst würde man den Tank nicht füllen können und auch gar nicht erst erweitern können. Weil wenn man damit nichts anfangen kann, verkauft man eigentlich durchgehend und dann braucht man keinen größeren Speicher. Außer die Geister bringen ja viel, viel mehr Ektoplasma. Aber ja, das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Wie können wir eigentlich ein besseres Auto kaufen? Lager erweitern? Nö, wollen wir nicht. Wir haben genug im Lager. Wir könnten noch einen dritten Geisterjäger holen. Ja, warum nicht? Den Affen, nein. Henry Leonard, Anführer, wollten wir nicht. Schläger wollte ich auch nicht unbedingt. Zielgenauigkeit 21. Zielgenauigkeit 26. Ja, doch, ich glaube, ich nehme ihn hier mal. Jo. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch 2 neue Fallen. Raus. Was ist eigentlich da unten? Also da gab es ja Ausrüstung. Das sieht aber auch wie Ausrüstung aus. Und bitte gib uns einen neuen Auftrag. Was ist das? Ghost Hunting News. Ghostwag zeigt erstmal Auftrag Geisterfänger. Was? Oh, Ghostwag ist wohl eine neue Firma. In diesem Laden kannst du Ausrüstung, Sensoren und Erweiterungen für dein Auto kaufen. Die Ausrüstung verbessert verschiedene Eigenschaften deiner Jäger. Sensoren sind sehr nützlich im Kampf und haben unterschiedliche Wirkungen. Ah, hier gibt es endlich Kleidung. Wir hätten gerne Kleidung. Du hättest gerne ein Overall.